Joa, Leute, jetzt mal ein bisschen was Roteres, so einen roten Rand unten im Bereich. Das Ganze einfach zum Nachmachen. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, fangen wir mal an. Ja, Marker mal, hier ist der Schuss. Wieder auf Mediengeneratoren, Color Gradient. Nehmt das, ja, rot-weiße klumpert. Dann macht ihr einen neuen Videotrack halt, dann macht ihr auf Difference und drüber noch gleich einen auf Hinzufügen. Fädelt das gleich mal ein bisschen. So. Dann weiße Farbe machen wir transparent. Dann haben wir nur die rote, da können wir ein bisschen runterfahren. Dann kopieren wir das einfach und fügen es auf den Hinzufügen-Track drüber. Und passen einfach noch ein bisschen das Ganze an, dann ist das eigentlich schon fertig. Könnt ihr noch ein bisschen Levels auf den Frag klatschen. Kurz vorm Schuss einfach. Und dann beim Schuss heller. Und dann wieder am Ende. Und dann sieht das Ganze so aus. Jo, und das war's schon. Ganz einfach zu machen. Und hier noch ein kleiner Einblick für das nächste Tool, was nächsten Sonntag kommt. Viel Spaß und tschüss. It's Big Dog, baby.